Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt. Mining Industry oder Bergbauindustrie, die Wirtschaftssimulation. Nach vielen, vielen Versagenssituationen, die ich bisher hatte, mit der Mission Nummer 5 starten wir noch einmal in die Mission Nummer 5. Denn mittlerweile haben ja einige Tipps unter meinen Videos von den Entwicklern einen Weg zu mir gefunden. Das war schon mal das Erste. Und das Zweite, ich habe auch noch eine eigene Strategie im Kopf, die total entgegengesetzte Entwicklerstrategie geht, aber ich will mal testen, ob die funktioniert. Deshalb fange ich mal mit der an. Ja, einfach mal mit der anfangen. Einfach mal gucken, was passiert. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze was wird. Wenn nicht, dann gehen wir pleite. Und wenn wir pleite gehen, dann kommt die Entwicklerstrategie ans Tragen. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze endet. Wir schauen es uns mal an. Wir springen mal rein. Ich bin gespannt. Kann nur schief gehen. So viel meine ich zumindest dazu, wie es kann nur schief gehen. So, Public Relay. Yay. Ich glaube, die Entwicklerstrategie, naja gut. Okay, wir nehmen es mit meiner Strategie auf. So, zweimal das sind 400, sind 520.000. Zudem möchte ich, wo haben wir es denn? Logistik, Lager, will ich nicht, Veredelung, Veredelung, da wollen wir rein. Schnell die Veredelung ausbauen. Oh oh, ich glaube, das geht schief. Und wir wollen schnell den Transport ausbauen. Da kommt in 4 Wochen der hier zum Tragen. So, das dürfte jetzt alle Rahmen sprengen, die wir so haben. Ich bin gespannt, wo das Ganze hinführt. Der Preis geht erstmal hoch, das ist immer gut. In der Zeit läuft ein bisschen was ins Lager rein. Das Lager ignoriere ich diesmal. Das ist Teil der Entwicklerstrategie. So, und wir fangen an, das ganze Zeugs zu verticken. Und wir sind schon wieder hier bei 900.000 Miese. Weil wir produzieren einfach zu wenig. So, sobald wir die 6.000 haben, kann man weg damit. Ich werde alles machen, um irgendwie nach vorne zu kommen. Bin mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ich verkaufe die 6.000 immer. Mir ist es völlig schnuppe. Ich werde mir diesmal kein Lager anschaffen. So, wir haben endlich mehr zum Verkaufen. Das heißt, wir kommen schneller zu Geld. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, ob diese Idee einigermaßen gut geht. Die könnte nämlich auch bitterbös nach hinten losgehen. Das ist ein sehr, sehr radikaler Weg, den ich jetzt hier gehe. Würde mich nicht wundern, wenn der scheitert. Wir kommen schon ganz gut voran eigentlich. Die Nachrichten interessieren mich nicht mehr, die Bohne. Ganz im Ernst. Ich habe hier nur noch im Kopf hier, mach Kohle. Mach möglichst viel Kohle. Es kann sein, dass das hier die falsche Taktik ist, aber es ist eine sehr abenteuerliche Taktik. Und die habe ich mir einfallen lassen. Und ich gebe dafür alles, wie ihr seht. Wir haben immerhin schon 500.000 abgetragen innerhalb von 3 Monaten. Wenn der Preis jetzt runtergeht, wird es natürlich schwieriger. Gibt es hier einen guten Deal? Wir unterschreiben gute Deals. Interessiert mich nicht. Wir unterschreiben gute Deals. Jetzt geht der Preis wieder hoch. Ach, leck mich doch. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist doch wahr. Jetzt verdiene ich nicht ganz so viel. Jetzt ist aber kein Deal geplatzt, oder? Naja, war zum Glück nicht.
komm, werd wieder ganz. Wie viele Wochen fällt denn so ein scheiß Ding da aus? Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Oh. Und da fliegen sie mal wieder um die Ohren, die Kackverträge. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber das kann doch nicht sein. Da geht ein Teil kaputt, das braucht 4 Wochen und alles liegt lahm und pup, alles platzt. In so einer Phase. Deshalb, ich stehe nicht auf Verträge. Ich stehe in dieser Mission absolut nicht auf Verträge, weil andauernd irgendwas anderes wegraucht. Nachrichten nerven mich. Entschuldigung. Ja, Gruß an die Entwickler. Nicht persönlich nehmen, dass ich hier rumfluch. Das hat damit zu tun, wenn was nicht so läuft, dann fluche ich immer rum. Und hier läuft's gerade nicht. Das macht ja den Reiz aus an dem Spiel. Mann, repariert schneller. 3 Tage. Es darf nicht wahr sein hier. Hopp. Boah, uns geht alles bergab. Es geht alles bergab. Meine Strategie geht nicht auf, weil jetzt ist das nächste kaputt. Es darf doch nicht wahr sein. Eins ist repariert, raucht mir das nächste weg. Ich muss mich hier gerade intern aufregen. Ich bin hier gerade am Platzen. Und das nächste fällt aus. Glückwunsch. Boah. Was ist denn hier los? Ja, ignoriere Wartung und Sicherheit. Das passiert, wenn ich Wartung und Sicherheit ignoriere. Deshalb repariere ich die Scheiße und deshalb wandere ich ins Minus. Das passiert, wenn ich es nicht repariere. Ich habe manchmal den Eindruck, ich mache was falsch, aber noch ist nichts zu spät. Wir sind im Juni und wir sind schon wieder bei 560.000 Miese. Wir kriegen das hin. Ich bin fest von überzeugt. Wir kriegen das hin. Ich hatte so gute Deals. Ja, ist schon wieder was kaputt. So. 280. Das nervt mich auch so ein ganz klein bisschen. So, das Lager wird langsam zu voll. Wir müssen wieder verkaufen. Nachrichten interessieren mich nicht. Kann man die nicht irgendwo abschalten? Deaktivieren. Ich verkauf. Das ist mir gerade wurscht, wo der Preis ist. Das ist irrelevant. Ich will mir kein neues Lager anschaffen. Ja, für 2 Dollar brauche ich das nicht zu verkaufen. Was soll ich dazu noch sagen? Alles geht kaputt. Bei mir geht permanent alles kaputt. Oder ich gehe hin und repariere es. Und wenn ich es repariere, gehe ich pleite. Wenn es der Preis am Boden bleibt, bin ich auch bedient. Ich liefere die 6.000 täglich. Ich habe damit kein Problem. Weil wenn die Nachfrage steigt, steigt der Preis. Das ist mir völlig schnuppe. Ich verdiene immer noch 12.000 damit und vielleicht kriegen wir es ja hin. Wenigstens die Kosten im Griff zu behalten. So, Preis geht wieder hoch, wenn ich das richtig sehe. Nicht ganz hoch, aber ein bisschen hoch. Und wieder ein Unfall und wieder Nachrichten, die da reingeflogen kommen, die mich nicht interessieren. Wie gesagt, bitte, liebe Entwickler, nimm es nicht persönlich. Aber die Nachrichten, die waren mal eine Zeit lang lustig. Mittlerweile, also wenn man sie abschalten könnte, ich hätte nichts dagegen, dass ich sie abschalte. Weil irgendwie hat man jede News schon mal gesehen und so wirklich fürs Spiel interessant sind sie, glaube ich, nicht. Oder ich habe den Sinn noch nicht verstanden. Es kann natürlich sein, dass die ein oder andere News dabei ist, die vielleicht wirklich fürs Spiel interessant ist. Es sind schon wieder Sachen kaputt. Ja, die Kohle läuft ins Minus, es wird nichts produziert. Wie soll ich da ins Plus kommen, wenn nichts produziert wird? Anderen qualmt was anderes weg.
Was macht eigentlich die Öffentlichkeitsarbeit? Jetzt mal ganz im Ernst, ich habe dort da reingepumpt wie so ein Bekloppter. Das müsste doch hier alles langsam mal steigen. Come on, guys. Haut rein. Ah, wir sind mal wieder ausgefallen. Wir produzieren mal wieder null. Also wie ich das schaffen soll, die Kohle wieder reinzuholen für die ganzen Ausfallzeiten. Warum produziert er denn nichts? Das ist doch alles repariert, ist doch nichts mehr kaputt. Hallo? Totalschaden oder was? Ja, es kommt davon, wenn man nichts repariert. Wieso habe ich eine Produktion von null? Boah, kostet das. Ich bin gleich pleite. Ich sink unter die Millionen, das war's. Wieso kommt da nichts mehr rein? Hallo? So, wollen die mich verarschen? Ist das kaputt gegangen? Existiert nichts mehr im Abbau. Totalschaden. Der wird nicht genehmigt, das war's. Das ist, wenn ich ignoriere, dass ich Dinge reparieren soll, dann gehen sie kaputt. Okay. Das war Lösungsversuch A. Ich versuche Lösungsversuch B. Falsche Richtung. Lief sehr ungünstig im letzten Versuch. Ja, wissen wir. Hat uns schon oft genuges Leben gekostet. Wie gesagt, Nachrichten. Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwo deaktivieren kann. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Come on, guys. Produziert schneller. Und schon wieder geht mir der ganze Kram kaputt. Ist das nicht normal, oder? So, ich will raus aus diesen Fuck-Schulden jetzt. Come on. Einmal raus da. Mal ein komplett anderer Ansatz. Das ist jetzt der komplett umgekehrte. Nämlich nichts außer Produktionserhöhung und verkaufen, was das Zeug hält, bis wir raus sind aus den Schulden und dann erst wieder investieren. Ich sag dazu nichts mehr. 2 Wochen fällt der aus. Wollen die mich verarschen? 2 Wochen. Oh, Nachrichten. Entschuldigung, ich bin ein bisschen gereizt. Es läuft nicht, wie ich will. Bin ich mal gereizt? Ist nicht böse gemeint. Bitte nicht böse nehmen. Bitte nicht krumm nehmen. Das ist, ich komme in die Phase irgendwann, wenn es einfach nicht laufen will. Und ich habe den Eindruck, es will einfach nicht laufen. Aber ich glaube, wir sind diesmal auf einem guten Weg. Also die Strategie könnte aufgehen. Komm schon, mehr Menge ins Lager, damit ich was verkauft kriege, solange der Preis noch hoch ist, dass wir von Schulden runterkommen. Ich will einmal raus aus den Schulden. Einmal will ich raus aus den Schulden.
Ein einziges Mal. Das ist der zweite Ansatz. Der ist gut. Der Ansatz, der passt schon eher. Produktion erhöhen und verkaufen, bis man raus ist aus den Schulden. Und dann erst wieder investieren. Ich wollte wahrscheinlich zu viele Schritte auf einmal nehmen. Ist mir die Tage schon öfter mal das Problem bei mir aufgefallen, dass ich viele Dinge auf einen Schlag machen will und Parameter vergesse. Bei einer ganz, ganz wichtigen Entscheidung ist mir das auch passiert, dass ich die Parameter vergessen habe. Bin mal gespannt, wie die Reaktion darauf sein wird. Ist noch nicht kommuniziert. So, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind raus aus den Schulden. Das erste Mal. Und da sind wir schon wieder drin in Schulden. Come on, geh hoch. 6000, bumm, genau. So, immer schön raus aus den Schulden. Und die Firma schön sanieren. So, und jetzt können wir mal ein bisschen langsamer machen. Jetzt können wir uns mal Gedanken machen. Also, was ist unser Hauptproblem? Unser Hauptproblem ist, dass uns ständig die Produktion ausfällt, weil die Wartung für den Arsch ist. Was braucht man da? Wo sehe ich das denn? Ich suche immer. Da. Wartung fehlen uns 25. Sicherheit fehlen uns 17. Das reicht nicht. Eine Tankstelle reicht nicht. So, Danger Single Cap 1. Ja komm, ist gut. Danger Single Cap 2. Meine ersten Investitionen. Wir sind wieder 180.000 in Miesen. Und wir machen weiter hier. Im großen Verkaufen. War mir klar, dass das passiert. Ich hoffe, der Preis geht irgendwann wieder hoch. Dass ich die 6.000 hier nicht für 2 Euro verkaufen muss. Oder wie die Entwickler sagten, Credits ist eigentlich die bessere Bezeichnung. Wenn man es rein von der Überlegung her nimmt. So, jetzt dürfte eigentlich nichts mehr kaputt gehen. Was ist da draußen los? Fliegt da ein Hubschrauber rum oder was? So, Unfälle und Schäden dürfte es jetzt eigentlich nicht mehr geben. Der Preis geht wieder hoch. Das heißt, wir können uns wieder aus den Schulden rausarbeiten. Ich glaube, so kommen wir besser voran. Wir haben erst Mai und wir haben schon einiges bewältigt jetzt. Vor allem haben wir den Preis wieder auf ein Level gebracht, wo wir richtig Kohle verdienen. Glück? Fragezeichen. So, das nächste, was wir in Auftrag geben werden, sobald wir aus den Schulden raus sind, ist dann PA. Denn das ist eigentlich ihr Auftragsziel hier. Das kann doch nicht sein. Aber bitte, die Veredelungsanlage kann doch nicht kaputt gegangen sein. Wollen die mich schicken? So viel Wartung, wie wir haben, so viel Sicherheit, wie wir haben, geht die noch immer kaputt? Lass mich raten. Ich muss mal reparieren. Sorry, das ist meine Laune ist einfach hier. Diese Mission, die hält mich schon viel zu lange auf. Das nervt. Ich meine, scheitern ist okay, weil... Ja, scheitern ist okay, weil... wie soll ich sagen? Man will ja eine gewisse Herausforderung haben. Aber wenn andauernd was wegraucht, dann kommen wir irgendwann mal an die Grenze dessen, wo man sagt, da kann ich noch drüber lachen. Das hat ja nichts mehr mit Schwierigkeit zu tun. So, das Ding reparieren, das andere Zeug ist ja eh ausgefallen. Jetzt gehen wir einfach mal den harten Weg. Und reparieren mal die Sachen, die hier im gelben Zustand sind. Und machen mal wieder Schulden. Fürs Reparieren.
meine, sorry, wenn ich das sage, aber wenn ich es nicht repariere, fällt es mir die ganze Zeit aus und immer dann, wenn ich es nicht gebrauchen kann. Und deshalb repariere ich es lieber. Das kostet mich unheimlich viel Geld. Erstens die Reparatur, zweitens der Ausfall. Ja, und da werde ich dann auch schon wieder aufgefordert, dass ich meine Schulden beseitigen soll. So, das war die letzte Reparatur. Wir verkaufen, was wir haben. Und hoffen auf schnelle Genesung vom Radlader, dass es hier wieder rund geht, dass wir wieder rauskommen aus den Schulden. Das ist unser neues Spiel. Rein in die Schulden, raus aus den Schulden. Immer am Limit arbeiten. Ich sag's nur ungern, aber gleich platze ich, wenn noch eine Zeitung reinfliegt. Ja, aber heute keine gute Laune, nein. Heute muss ich mal meckern. Wie gesagt, liebe Entwickler, nicht persönlich nehmen. Ich hab so Tage. Komm, ich will noch raus aus den Schulden, bevor der Preis komplett abkackt. Noch einmal drüber über die Grenze. Und wenn ich noch einmal drüber bin, kann ich dann in der Zeit, wo der Preis runter ist, wenigstens ein bisschen Sinnvolles damit tun. Mit dem Geld, was ich dann ins Minus treibe. Boah, das ist aber auch zum Kotzen, ey. Du kommst da nicht raus. Du kommst da nicht mehr raus. Wenn der Preis am Fallen ist, kommst du nicht mehr raus. Du brauchst richtig Mordsumsatz. Müsste man voraussehen können. Wenn die Nachrichten, die kämen, wenigstens die Krisen voraussagen würden. Aber das tun sie auch nicht. Weil ich glaube nicht, dass ob die Aliens einen Mond mieten oder nicht, eine Auswirkung auf den Preis hat. Und uns fällt wieder eine Maschine aus. Wozu habe ich die überhaupt alle repariert, wenn sie dann doch ausfallen? Ich komme nicht raus aus den Miesen. Preis geht jetzt runter, schwere Krise. Das war's. Wir kämpfen schon wieder darum, dass wir aus den Miesen rauskommen. Und das sind Kinkerlitz-Beträge, ja. Und ich komme nicht drüber. Ich komme einfach nicht hoch. 2 Euro ist zu wenig oder 2 Credits ist zu wenig, um die Kosten zu decken. Preis, geh hoch. Bitte geh hoch. Der Preis ist angespannt, ja. Der sollte mal steigen. Nachfrageerhöhung, please. Okay, ich stell ein. Mir reicht's. Ich verkaufe nichts mehr. 35.000 passen in mein Lager. Vielleicht habe ich Glück und der Preis geht wieder hoch auf einen gescheiten Betrag. Könnte ja passieren. Komm an, geh hoch über 4, genau, sehr schön, weiter hoch. Oh. 23.000 Tonnen für 100.000. Erwischt vom Finanzamt, was? Strafzahlung in Höhe, ich kann es nicht lesen. Wie war das? Chance ist nur 25% oder was, dass ich eine Strafe krieg? Treffer. Wenn der Preis nicht hochgeht, kriegen wir ein Problem. Ach, die haben mir meine Ware weggenommen und haben mir noch eine Strafzahlung reingedrückt. Das ist natürlich auch clever. Ich würde gern mehr Aktionen bieten, aber solange der Preis bei 2 Euro, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich müsste langsam mal PA bauen, sonst rennt mir die Zeit weg. Ich komme nicht dazu, weil ich vorher raus will aus den Schulden. Wenn der Preis nicht steigt, habe ich dazu keine Chance.
Der Ansatz war zwar schon Welten besser, aber der Marktpreis könnte mal wieder hochgehen. Weil für 2,35, da mache ich keinen Gewinn irgendwie. Also ich meine, so, Radlader fällt aus, das ist auch super. Gucken, wann der sich mal wieder komplett zerstört. Also sprich, repariert ist und trotzdem nichts mehr abwirft. Ja. Und das verschafft uns jetzt einen besseren Preis, oder? Wozu dient die Nachricht? Einmal war sie lustig. Zweimal auch noch, das dritte Mal auch noch mittlerweile. Stört's mich beim Verkaufen. Auf, komm. Preis, geh hoch. Wenn der Preis nicht hochgeht, gehe ich ins Bett. Ob wir es schaffen oder nicht. Oh, der Preis geht hoch. Na gut, da geht er wieder runter. Also ob wir es schaffen oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich mache hier mal einen kleinen Cliffhanger. Schaffen wir es aus den 300.000 Miese rauszukommen und dann noch rechtzeitig in der Zeit PA-Agenturen zu bauen, um hier die Werte auf 5 zu kriegen. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye bye. Und lieber Entwickler, nehmt es nicht persönlich, dass ich hier ein bisschen gereizt war, aber wie viele Variante ist denn das jetzt, die ich aufnehme, wo ich versuche, das hinzukriegen? Also so langsam. Und wenn dann der Preis runtergeht und dann noch die Maschinen kaputt gehen, obwohl wir gerade eben hier die Wartung ausgebaut haben, werde ich manchmal ein bisschen ungehalten. Liegt nicht an euch, liegt an mir. Persönliches Defizit, sozusagen. Ich bin raus, macht's gut, bye bye.